Hi. Ich hab mal ganz kurz geguckt, ob man wieder rüber kann, aber geht nicht. Hab's versucht. Hi, sieht heute glücklich aus. Das ist immer schön. Nichts macht einen glücklicher als ein glücklicher Hund. Silberbarren arbeitet, es arbeitet noch dran. Vielleicht können wir nachher noch schon mal gucken. Das für die, ich weiß es aber auch nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich diese Dinger brauchte. Haben wir eigentlich gar keine Windessenzen? Das kann doch gar nicht sein. Da sind Windessenzen. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob ich die Essenzen brauchte jetzt dafür. Nehmen Sie jetzt erstmal nicht mit. Wir können ja zur Not immer wieder zurück. Hey, Zitrone. Vielleicht mal jetzt eine Silberzitrone, bitte. Hey, Silberzitrone! Nice! Endlich! Schön! Geil! Geil! Silberzitrone, das bedeutet ein neues Ding für die Jötten. Das ist gut, das ist gut. Wir sind so voll, wir dürfen hier eigentlich gar nichts machen, ne? Immer so gesagt. Ey, wir sind so voll, wir dürfen hier überhaupt nichts machen. Wobei, von der Theorie her müssten alle haben. Wir haben gestern alles geholt. Ziegenmilch. Wachteleier eigentlich, ja. Jetzt kriegen wir noch aus den verdammten Geoden kriegen wir jetzt auch noch den Red Barrel. Und dann, wenn das klappen würde, ne, dann würde ich leider. Ich kann sein, dass ich durchdrehe. Es könnte passieren. Es könnte passieren, dass ich wirklich durchdrehe dann. Dass ich ein bisschen freilaufe dann. Aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwas rausbekommen. Das ist eine 2%ige Chance. Das ist halt dermaßen minimal gehalten, die Chance. Auf dieses Mistvieh. Ich rechne schon nicht mehr damit. Und in einer mysteriösen Geode besteht die Chance bei 0,86%. Also, ja, was soll man da sagen? Bisschen wenig gerechnet alles. So, ich hasse das, wenn meine Waffe brennt. Ich hasse das. Ich hasse brennende Waffen. So. Ach, weißt du was? Ich habe jetzt gerade keine Lust dazu. Ich weiß, ich weiß. Ich habe keine Lust. So, Stein reinschmeißen. Darauf habe ich Lust. Okay, das kann auch wieder rein. Das ist ja toll, dass ich da Müll habe. Die Geoden können wir knacken. Mittlerer Fischköder schmeiße ich auch erstmal rein. Mir geht's gut. Das brauche ich noch. Das weiß ich noch. Den Schrott haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Was wir sonst noch für den Computer brauchen, weiß ich aus dem Kopf so nicht, bis auf die Silberbarren. Habe ich die Goldessenzen? Ja, dann können wir nämlich mal runter zum Pier. Zum Piresbross nennen können wir. Dann können wir... Warte, warte, warte. Wenn ich hier unten beim Pier bin... Closed. Okay, du machst aber auf, oder? Montag bis Sonntag. Dienstag geschlossen. Ja, am Dienstag, ne? Ja, am Dienstag. Ist das so klar? Okay, es hieß, ich stand schon direkt davor. Beim Bürgermeisterhut. Da! Oh Gott!
Kann ich aber nicht sagen, ob der. Ob der schon. Da war während des Winterdienstes hier. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Bürgermeister finden. Weil wen ich auch mal dringend finden müsste, ist meine Schnecke. Ey, Schnecke, bist du hier on der Seite? Nee. Das ist meine Schnecke. Ah, ganz unten. In ihrem Laden ist die Schnecke. Weil ich habe immer noch ein Schmuschi für sie. Ich habe doch immer noch ein Schmuschi. Und den Schmuschi würde ich... Es kann sein, dass jetzt ein Event kommt, dass wir irgendwas triggern. Kann natürlich sein. Oder auch nicht. Ey, Schnecke! Erstmal reden wir. Siehst du nach... suchst du nach einem unserer Gäste? Dazu musst du nicht um Erlaubnis fragen. Such nur. Nein, ich suche nach dir. Honigkuchen. Wow, okay, danke. Hat dir meine Schwester das verraten? Nö, eigentlich weiß ich das von... Schnecke. Aber danke, dass du gefragt hast. Ja, kein Ding. Versuch nicht mal Suki zu sagen, dass sie still sitzen soll. Ja, ist gut. Laberst zu viel. Hey, bist du die Schwester? Wow, bist du grimmig. Kann ich eigentlich auch mit der Schwester zusammen sein? Ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß nicht, wo hier Liebe ist und wo nicht. Ich muss ganz kurz... Warte mal, wir müssen auch den Bürgermeister suchen. Wie heißt der? Connor. So, wo bist du? Okay, du bist im Bürgermeisterhaus. Natürlich. Im proletishaftesten Grundstück. Oh. Vielleicht darf ich das erste Mal gebratene Nudeln machen. Also im echten Leben. Ich rede jetzt von echten Leben. Entschuldigung. Das kam jetzt so aus heiterem Himmel, aber ich rede vom echten Leben. Von der Welt da draußen. Also hier drinnen. Also da draußen. Küche. Darf ich gebratene Nudeln machen? Habe ich noch nie gemacht. Ich mag gebratene Nudeln, aber ich habe es noch nie gemacht mit gebratenen Nudeln. So, Besorgungen. Ein Teeblatt. Na klar, bringe ich... Habe ich überhaupt... Ja, ich hab sogar noch ein Teeblatt. Kumpel Blase, das gebe ich dir. Wo wohnt der Bürgermeister? Nein. Da ganz oben. Da ganz oben. Da ganz oben. Bin gleich da, Bürgermeister Lippenstift. Kennt ihr Bürgermeister Lippenstift? Könnt ihr mir sagen, wer Bürgermeister Lippenstift ist? Keine Ahnung, Stegosaurusbein brauchen wir auf jeden Fall nicht. Batterien! Batterien haben wir auch genügend von. Batterien, ja. Ja. Entschuldigung. Wir können mehrere Geräte gleichzeitig entwickeln. Es ist ja nicht so, dass das... Osmiumerz haben wir, glaube ich, nicht. Golderz haben wir noch da. Wir brauchen für alles Osmiumerz. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Erz da haben, aber wir brauchen für alles Golderz, Osmiumerz, Batterien und dann die verschiedenen Essenzen. Kriegen wir hin. Ich muss nur gucken, ob wir tatsächlich genügend Osmiumerz haben. Ich weiß es nicht. So, Bürgermeister Lippenstift. Wo bist du? Stimmt, im Bürgermeister Lippenstift-Haus. Ist das das Bürgermeisterhaus? Das sieht überhaupt nicht bürgermeistermäßig aus. Das sieht... Ich bin nicht im Bürgermeisterhaus. Sei doch, das sieht nicht aus wie der Bürgermeister. So, Bürgermeisterhaus. Jetzt aber mal wirklich. Bürgermeister Müll. Bitte. Danke. Ich finde dieses... Erinnerst du dich an die Stadt, die Schnee bedeckt? Ja. Ich rede mal ganz kurz mit Ihnen, dass wir auch Best Buddies werden. Ja, wie war dein Tag? Sag ich dir nicht, du bettst nur. So, wir haben den Bürgermeisterhut. Der war doch gar nicht so schwer zu finden.
Das Geld haben wir so bekommen. Gibt es überhaupt Geld? Ich bin mir gar nicht so sicher. Naja. Einmal kurz Göttin. Wir müssen einmal ganz kurz zur Göttin gehen. Denn wir haben eine Chitrona. Nur für unsere Göttin. Bitte? Ja, den Rest kriegen wir. Wir haben noch Auswahl von 4 Sachen. Irgendwas wird im Frühling garantiert davon fertig werden. Wir gehen jetzt nochmal die Geoden knacken. Dann gehen wir nochmal gucken, ob wir die Dinger herstellen können. Wovon ich die ganze Zeit rede. Obwohl mir gar keiner zuhört. Ich brauche doch nur den Red Barrel. Oh Gott, werden wir den jetzt kriegen? Wir kriegen den eh nicht. Ich glaube da schon nicht mehr dran, aber ich kann auch nicht glauben. Zweiprozentige Chance ist halt einfach mördergering, ne? Wir sind voll. gespendet. Osmiumerz. Brontosaurusbein haben wir hier. Galliamusklaue haben wir noch nicht. Schön. 2 Gegenstände, die wir noch nicht haben. Entschuldigung! Alter, wir haben den Sack nicht bekommen! Wir haben den Sack nicht bekommen! Entschuldigung! Geil, Alter! Oh, endlich! Endlich! Ich hätte die ganze Zeit nicht mitrechnen müssen! Göttin! Guck mal hier! Monika! Guck doch mal! Entschuldigung. Bin wieder entspannt. Oh, jetzt verschluckt ihn nicht. Jetzt lass ihn nicht fallen. Oh, wir nehmen ihn aus der Hand. Ich weiß, ich kenne meinen Charakter, der verschluckt hat. Der stolpert und weg ist es. Oh, endlich hier, du alte blöde Kackgöttin. Now I'm befriedigt. Oh, wir haben einen Schleim der Replikation erhalten. Es gab nur 45 Punkte. Rein theoretisch hätte das 1.637.622 Punkte geben sollen. Aber okay, ja, geil. Noch 120, dann haben wir Stufe B erreicht. Dieser Schleim der Replikation kann Gegenstände duplizieren. Gib ihn 3 Tage oder so. Gott. Oh. Ich bin fertig, jetzt gehe ich nach Hause. Geil, Alter. Ich lege mich hin jetzt. Ich habe fertig, ich habe Bum-Bum gemacht, jetzt gut. So. Wir wollten aber eigentlich den Computer kaufen. Das? Oh, da kriegen wir schon wieder ein neues Geschenk. Wir arbeiten dran. So. Mein Herz. Ist mir aus der Büchse gefallen. Jetzt brauchen wir noch so einen. Für das Museum. Nein, unbedingt nochmal so. Ich weiß noch, lache ich, aber eigentlich weine ich. Okay, jetzt muss ich aber erstmal ganz kurz. Bestimmt irgendjemand. Müsste ich doch eigentlich abgegeben haben. Ja, Entschuldigung, musst du erstmal. Entschuldigung, ich bin jetzt so verwirrt, weil ich nicht weiß, was wir. Wir waren doch gerade bei der Göttin. Oh Gott. Junge, ich weiß, du bist jetzt ein bisschen wuschelig, aber trotzdem. Oh, er macht 4 Stück. Okay, ich muss das erstmal selbst herausfinden. Leben.
lebst du? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Knoblauch von mir will. Okay, wir geben einen rein und kriegen das Doppelte raus. Ja, das wundert jetzt nicht. Aber... Osmium... Oh, wir haben... Oh, ein können wir uns leisten. Okay, ein können wir uns leisten. Nein, wir haben kein Golderz. Wir können uns null leisten davon. Von den Gerätschaften, okay. Dann brauche ich es auch gar nicht erst mitnehmen. Wir haben kein Golderz. Wir haben kein Golderz. Danke. Wir haben kein Golderz. Nichtsdestotrotz gehe ich einmal mal den Computer holen. Ich habe jetzt alles, bin ich der Meinung. Jetzt bin ich so voreilig losgegangen. Aber wir gehen uns schon mal den Computer holen. Wir brauchen ein Golderz. Das heißt, wir müssen in die Mine. Hm. Ich spüre euren Frust. Danke. Oh, wir brauchen 10 Osmium-Erz. Okay, gut, dann wird das wirklich nichts. Wir haben einen Computer. Now we have a computer. So einen kleinen Heim-Laptop hier. Ich teleportiere mich. Ich hab's nötig. Oh Mann. Wir haben es tatsächlich geschafft mit den Red Barrel. Übrigens kann man den Computer jetzt auch drinnen aufstellen. Das ging wohl die ganze Zeit nicht, was mich echt wundert. So, Computer, Online-Shop. Toll. Wir haben eh kein Osmium. Ich klicke einfach mal ganz kurz durch. Einfach mal ganz kurz ein bisschen durchklicken. Einfach nur klicken. Nam nam. Na, wobei, das ist, glaube ich, aus Reis, ne? Frische Frühlingsrollen mit Reisding. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht ist das doch nicht so nam nam. Geisha-Kaffee. Großen Geisha-Kaffee. Klamottenladen. Oh nein. Möbel. Wer richtet sich eigentlich so ein? So pufferfischmäßig. Naja, gut. Wir haben jetzt einen Computer. Schön. Ich töte die Pflanzen. Also den Samen brauche ich auch nicht mehr von der Pflanze, ist egal. So. Jetzt muss ich mich eigentlich erstmal wieder ein bisschen ausziehen. Müssen sowieso jetzt tatsächlich gleich sogar wirklich erstmal die Aufnahmepause machen. Da fühlt jetzt sogar kein Weg mehr drumherum. Denn ich muss Essen kochen, das Kind verhungert. Habe ich gehört, es hat gerade angerufen, hat gesagt, Junge, pass mal auf, ich hunger. Okay, wir sind sowieso voll. Geräten voll. Ich habe Blumen in der Hand. Weg. Ich habe jetzt keine Lust, die abzugeben. Ich bin echt stinkend faul. Ich behalte mal diese ganzen Essenzen bei mir in der Hose. Um darüber zu rädern. Ups, Schluck auf. Vor Aufregung. Zu viel Freude geschluckt. Ich habe keine Ahnung, ob man daraus
Ja, ein bisschen eigenartig, aber gut. Man versucht alles im Leben. Ich habe keine Ahnung, ob man daraus abgestandenen grünen Tee machen kann. Oder alten grünen Tee oder keine Ahnung. Macht man aus sowas, sowas? Ich weiß es doch auch nicht. Okay, Glas brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Das weiß ich. Ich weiß nicht, warum hier der Stoff drin ist, ehrlich gesagt. Das frage ich mich schon seit längerem. Das hier ist drin, weil ich bestimmt auch Ideen hatte. Ich hatte bestimmt epische Ideen. So, die Batterien. Ich brauche Osmium-Erze. Ich brauche Schrott, glaube ich, brauchte ich auch, glaube ich, 50 pro Ding. Dann haben wir auch gar keinen Schrott mehr. Das brauche ich. Kupfererz brauche ich nicht mehr. Silberbarren brauche ich nicht. Das brauche ich. Ich hoffe, ich denke dran. Das ist jetzt alles so eine Art, ne? Dran denk Dingens. Meine Güte, versuch's doch wenigstens richtig zu machen. Das müssten die drei sein. Oder Windessenz. Ich weiß nicht, ob da die Windessenz mit zwischen war. Ich nehme aber die Essenzen mit, damit ich es weiß. Ich nutze es, damit ich es weiß. Was anderes ist es nicht, damit ich es weiß. Ich weiß nicht, warum ich Strandkugeln so viele habe. Ich weiß nicht, warum ich sie sammle. Und ich weiß auch nicht, warum ich sie jetzt wieder nicht rausgenommen habe. Ich weiß von ja nicht mehr. Oder arbeite dran. Lass es. Wir brauchen es sowieso derzeit noch nicht. Okay. Dann geht's jetzt erstmal ins Bett. Ich weiß, es ist ja da erst 18 Uhr. Da der Geburtstag unserer Ollen ist wichtig. Aber ich gehe jetzt trotzdem ins Bett, denn wir müssen Feierabend machen. 28.000 nochmal gemacht. Schön. Viel anderes. Achso, das sind bestimmt wieder die Fossile, ja. Oh ja, Velociraptor-Wirbelsäule für 420. Wir haben lange nicht mehr bei unseren Fischen geguckt, ne? Und die Frage ist, was kann ich denn alles in den Replika machen? Auch Möbel? Kann ich auch Möbel reinmachen? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich verabschiede mich jetzt aber und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich freue mich total, dass wir diesen scheiß Red Barrel bekommen haben, ehrlich. Okay, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss. Irgendwas ist frei geworden. Okay, tschüss.